hallo. Jetzt sind es nur noch 6 Tage, bis wir losfahren in den Urlaub. Und daher müssen wir heute mal die Koffer backen. Und zwar haben wir den großen Koffer schon vorgestellt. Da ist die Melina. Da ist der Koffer. Und das alles muss da rein. So ein bisschen den Kleiderschrank leer gemacht. Eben da ist alles von der Damira, von der Amy, von der Melina, von mir, von meinem Mann. Und das muss alles da rein. Und jetzt seid ihr mal dabei, um zu schauen, ob das überhaupt da reinpasst. Babymaus ist wieder am Spielen, gell? Ja. Also jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir den ganzen Haufen da überhaupt reinbekommen. So, wenn man die Hosen so klein macht, ist ja relativ groß der Koffer. Muss jetzt das klappen. Schaut jetzt schon etwas schwieriger aus als wie gedacht. Die T-Shirts falte ich einfach so doppelt und hoffe mal, dass ich dann das alles reinbekomme. Polo-Shirts gehen natürlich ein bisschen schwieriger rein, die sind dicker. Die dicke Jacke kommt dann am Schluss rein. So, die Kleidung hat jetzt relativ gut reingepasst. Wir nehmen ja nicht so viel mit, weil da wir eine Waschmaschine vor Ort haben. Das ist wieder so ein Polo-Shirt, das braucht extrem viel Platz. So, und am Schluss werde ich dann noch den warmen Pullover dazu tun für den Abend. So, es wird etwas enger als wir gedacht. So. So. Ich nehme jedes Jahr diese dicke Jacke mit. So. In den Kleider, die passen ja gut rein. Eine lange Hose. Und der Rest sind alles so dünne Tops und Kleider und so. So. Ich nehme jedes Jahr eigentlich immer zu viel mit. Aber ich kann mich schlecht entscheiden, was ich jetzt da mitnehmen will und was nicht. Also ich mache die Kindersachen so rein, oben drüber. Da ist eben das Lieblingskleid von mir, das muss unbedingt mit, damit man es gut erkennen kann. Das muss unbedingt mit in den Koffer rein. So, wieder schön zusammenlegen oder relativ schön, dass das ja nicht zerknickert wird. Jetzt fehlt eben noch das Zeug von den Mädels. So, für die Mädels habe ich jetzt die Softshelljacke drinnen und die Söckchen. Und das muss noch rein. Ich bin gespannt, ob ich das auch schaffe. Für die Kinder habe ich eben viele T-Shirts mitgenommen. Und Kleider. Und kurze Hosen. Auch eine lange Hose und eine kurze Hose. Aber sehr viel Sommersachen und Schwimmsachen. Für die Damira haben wir was neu gekauft. So ein Einteiler, so einen tollen. Und der schaut total süß aus. Und wir haben auch noch neue T-Shirts gekauft. Oh, der Koffer füllt sich schön langsam. Das fehlt jetzt noch. Und mal schauen, ob das überhaupt noch reinpasst. Die
diese neuen Sachen haben wir für die Amy noch gekauft vorm Urlaub. Wir finden die total schön. Und die passen auch zu jeder kurzen Hose dazu oder auch zum Rock. Mal schauen. Das ist ihr absoluter Lieblingsrock. Damit wird auch mit so glitzerbunt. Und da drüber passt eigentlich auch fast jede Farbe. Oder das da. Von dem her ist das sehr praktisch. Für Amy nehmen wir dann noch so einen Badeeinteiler mit. Mit UV-Schutzfaktor. Hinten ganz praktisch zum Öffnen. Und noch ein paar Badeanzüge, die sind auch irgendwo da. Einteiler und so bequeme Hosen. Finde ich immer ganz toll. T-Shirt drüber. So, der Koffer ist schon ziemlich überfüllt und das fehlt immer noch. Für Melina nehmen wir heuer auch so einen Einteiler mit. Wenn wir jetzt ins Restaurant gehen oder so. Und ganz viele Strandkleider. Und ganz wichtig ein Sommermützchen fürs Baby. Ja, Baby, bin gleich da. Der Koffer war jetzt wirklich genial. Wir haben jetzt 5 Personen da reingebracht. Also reingestopft, aber es hat gepasst. Jedes Stück und auch die Decke vom Baby hat reingepasst. So, so sieht er dann voll gefüllt aus. Mal schauen, wie schwer das Teil ist. Okay. Okay, sehr schwer. Aber es ist zumindest alles drinnen, was wir so brauchen. So, die Mädels machen gerade die Luft raus, also die ganzen Schwimm. Sachen. Dann haben wir noch diese Platten hier mit. Und das da. Da findet man im Urlaub noch neue Sachen. Dann noch so ein Ring, ein Schwimmring. Das schaut aus wie so ein Hamsterlaufrad. Ja, da war ja nicht viel drin, oder? Mit draufsteigen. Komm, sonst machst du es kaputt. Ja, jetzt kommt noch das Badezubehör ins Auto, die Kleidung, noch die Sachen vom Bad. Und dann sollten wir vorbereitet sein für den Urlaub. Dann haben wir noch die Picknickdecke eingepackt und die eine neue Taucherbrille gekauft. So, jetzt haben wir so gut wie alles an Kleidung zusammengesucht und gefunden hoffentlich. Jetzt haben wir einen großen Koffer, den wir vorgestellt haben, eine Reisetasche. Die Strandmuschel nehmen wir noch mit. Die Kinder haben die aufblasbaren Schwimmtiere noch kleiner gemacht. Die Flossen, die Taucherbrillen und die Schnorchel nehmen wir mit. Und die Sandspielsachen und die, was war das noch? Sandspielsachen wollten wir neu kaufen in Spanien. Genauso wie Geschirrspültabs und Waschpulver und so, das kaufen wir alles neu. Und falls eine Taucherbrille jetzt irgendwie nicht auftaucht, die Kinder suchen gerade, dann gibt es die auch noch neu. Ja, dann werden wir das Auto noch waschen gehen. Also wir fahren in die Waschanlage, es geht schneller. Und dann, ja, dann überlegen wir, was noch so mit muss an Technik. Der Laptop muss mit, die Kamera muss mit und die Handys, die Ladekabel. Ja, einfach nochmal durchs ganze Haus gehen und schauen, dass wir ja nichts vergessen. So, für uns geht es jetzt noch zum Autowaschen. Denn mit so vielen Kindern passiert halt auch ab und zu, dass das Auto schnell schmutzig wird oder bröselig, ja. Oder? Ja, vor allem außen müssen wir ein bisschen waschen, weil die Kinder haben sich da... Wenn du, komm mal auf den Parkplatz ein bisschen zeichnen. Ha? Da haben sie ja Kreiden, mit der Kreide auf dem Boden. Straßenkreide, ja. Straßenkreide am Boden etwas gemahlen. Ja, und das Auto seitlich ein bisschen mit Kreide angemahlen. Also es gehört seitlich auch ein bisschen gewaschen. Und da drinnen halt komplett rausputzt. So, wir sind jetzt immer noch am Fahren. Ja. In Richtung Waschanlage. Genau. Da sage für mich, ich freue mich mega, dass wir heuer nochmal Urlaub fahren können. Wir haben mal ewig lang gesucht. Da habe ich ein, zwei Monate oder was noch gesucht, weil wir in der Ortschaft, in der Region wieder runterfahren können. Oh, ja. Jetzt fahren wir in der Hauptsaison. Normal fahren wir immer ein bisschen in der Vorsaison. So April, Mai, Juni umeinander. Und jetzt fahren wir Hauptsaison. Und es ist alles ausgebucht. Also wirklich. Oh ja. Und vor allem so mega Glück gehabt, dass es die gleiche Ortschaft fahren, wo wir seit Jahren hinfahren und danach kommen wir so Strand machen. Also wirklich. Ja, so nah bauen wir noch nie. Also jetzt sind wir weiter, der hat schon wirklich eine Pole Position. Oh ja, stimmt. Wo Vorteil ist, einerseits der Spielplatz ist einer mehr, die Kinder können wir alleine hinlaufen lassen, das ist 2 Minuten, sind sie dort. Ja. Einmal über die Straße ist der Strand da. Und ja, ich freue mich mega. Ein bisschen was anderes sehen, als wir unten daheim arbeiten gehen.
einfach mal Kopf frei machen. Ja, fast ist es halt Urlaub, gell? Ja, also Urlaub wollte schon. Normalerweise hätten wir Fahrt gehabt, mit dem Wohnmobil zu fahren, aber wir haben das Problem, wir haben ja beim Wohnmobil einen Unfall drauf, Seitenschaden. Und wir können das Seitenteil nicht her. Ja, und es gibt keine Werkstatt, wo das schnell gut machen würde. Das ist auch ja, oder es gibt eine, die was machen würde, aber das vertäuscht natürlich schon seit 3 Monaten. Heißt, da gehen wir wieder aufhören und sonst irgendwas. Heißt, schauen wir halt, dass wir mal geschaut, dass wir jetzt wieder Ferien ausfahren. Das war wirklich eine Glückssache, weil es war wirklich alles total ausgesucht. Es hätte noch welche gegeben, ziemlich weit unten Richtung Portugal. Aber ohne Wohnmobil für uns, ich meine, wir fahren jetzt bis Rio Mar, fahren wir ohne Pause 13 Stunden. Mit Pause und die wird das jetzt 14, 15 Stunden. Ja. Bis runter, das war, naja, man sollte manchmal zwischendrin pausieren oder übernachten und das war nicht möglich gewesen. Die Kleine ist noch zu jung. Ja. Die ist jetzt 2 Monate alt und mir wäre das auch zu weit gewesen. Ja. Wir haben mega Glück gehabt, dass wir wirklich in der gleichen Ortschaft wieder was gefunden haben und ja, sind wir zufrieden. Ich bin mega zufrieden. Ne? Ja. Es hat Sandstrand und ja, eine Bäckerei und ein Spar im Ort, ein Lidl, ein Dorf weiter. Ja, vor allem, wo noch gut ist. Wir sind ja heuer im Frühjahr gefahren, ich glaube Februar sind wir gefahren. Auch in der Ortschaft. Und wir fahren ja zu dem Strand, jetzt, aber zu der Ortschaft, wie lang? 7 Jahre? 8 Jahre? Mindestens, ja. Ungefähr, von mir in die gleiche Ortschaft. Man hat sich Schock verliebt, ja. Also Schock, also unter... Man hat den Strand, heuer hat man den ewig langen Strand, der ist ja wie viel, 40 Kilometer oder? Na 40? Der Eukalyptusstrand, ja. Ja, 40 Kilometer Sandstrand. Da wo wir im Februar waren, ja. Mit dem Auto drauf fahren, wirklich ewig, fast ewig weit. Wie ja, tot war die Baustelle war, weil sie dann den Strand irgendwie umgraben bis zum Leuchtturm oder was, gucken, was sie da machen. Ja. Weil ich wollte unbedingt zum Leuchtturm. Und den einen hat man nicht hin können wegen der Baustelle, der war zu weit weg. Von der Ferne, da fährt man Flamingos gesehen. Vom anderen war auch eine Baustelle. Das hat man ewig lange in der Flippenstraße gefunden. Und der ist, ja, der ist so lange Sandstadt habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei 40 Kilometer, das ist... Die Bibione ist auch lang in Italien. Aber 40 Kilometer? Ich bin Bike gelaufen als Kind, ja. Ja? Ja. Also, aber der ist natürlich auch nicht schlecht gewesen letztes Jahr oder dieses Jahr, war ja Fehler. Also das war schon, ja, also wir haben noch nicht schlecht gestaut. Ja. Ja. Da fand man schon links und fast mehr fürs also Landzunge rein, links und rechts ist das Wasser gehabt. Dann rechte Seite war eher so ein Biotop oder was, so, ja, so ein Sumpfgebiet, oder? Ja, da wo die Tiere. Also war schon auch Wasser, wo reingehen hast, genau eher mehr so ein Sumpfgebiet. Naturschutzgebiet und der linke Seite war das Meer. Also ich war da fasziniert, aber das gesehen. Ja. Ich hoffe, ich habe heuer mehr Glück, also jetzt mehr Glück. Ich habe noch jetzt ein paar Monate vergangen und ich kann heuer bis zum Leuchtturm laufen. Ich will endlich einmal in meinem Leben einen Leuchtturm sehen. Ich so toll ist das gar nicht. Weil ich sehe da immer so Bilder, so riesige Kolosse da, Gebilde da von Leuchttürmen, wo die Wellen dran peitschen und keine Ahnung haben. So wie sie in England oder irgendwo stehen. Ich will sowas endlich mal live sehen. Ich muss mir da vorstellen und schauen, wie groß ist so ein Teil. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sie außer auf die Fotos. Sehr, und das war nicht so toll. Und ich will endlich mal so live tun. Vor allem die Ortschaft hat ja zwei. Einmal da beim Strand und einmal da bei der Baustelle, wo wir beim Mingus gesehen haben. Beide hat man nicht ansteigen können. Das hat mir schon speziell gewundert. Aber als kleine Brust hast du mal, glaube ich, einen kleinen Leuchtturm gekauft gehabt am Markt. Ja, als Deko. Als Deko fürs Bad. Ja, ja, so als kleines Brustpflaster. Ja, das war mega. Ja, das war für mich was speziell. Ich hoffe, ich habe nicht das Berg gefeuert. Also jetzt im Hochsaison. Ja, bin schon mega gespannt. Wir werden auf jeden Fall wieder zum langen Strand fahren. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die Waschanlage gefunden, aber wir wissen nicht genau, ob es reinpasst, das Auto. Okay, jetzt steige ich mal aus. Mal gucken. So. Mal schauen, ob die Kabel reinpasst. Die ist noch etwas größer. So, wir haben jetzt die Waschanlage gefunden.
Aber wir wissen nicht, ob das Auto reinpasst. Oh mein Gott. Okay, es könnte passen oder nicht passen. Lass mal von vorne schauen. So. Ja, ja, ja. Ja. Gibt immer ein erstes Mal. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das klappt hier. Schaut schon ein bisschen zu eng aus. Ich hoffe mal, das klappt. Willst du raus? Dann komm her. Okay. Ja. Kommst du mir? Okay, komm her. Du schaffst es alleine. Na dann. Papa packt das Auto noch schnell ein bisschen um, okay? Das ist zu eng. So, quietscht auf beide Seiten gleich. Perfekt. Ich weiß nicht, wie gut das für die Reifen ist, aber... Ja, passt. Ist sich doch ausgegangen, auf beide Seiten gleich. Sehr gut. Ach, das Auto waschen, hör, Schatzi. Schau mal, das sind Blümchen. Ja, ich weiß. Aber leider voll. Schau mal, kleine Blümchen. Ja. Sauber. Oh, das Mäuschen ist ja wach. Hi, Schatzi. Oh. Du mal Auto waschen, Herr Emi. Ja? Ja. Du musst noch eine Schicht Wachs drüber. Wird heute mal ein bisschen verwöhnt. Heute gibt es mal voll den Luxus. Heute tun wir mal richtig rausschmeißen. Nein, wenn man von anderen Waschen raus hat, das gleich ungefähr 12 kostet. Und jetzt wird auch noch mal aufgeklemmert. So, jetzt ist es fertig. Jetzt müssen wir nur die Spiegel ausklappen. Reicht das so? So reicht's, hä? Ah, jetzt. Oder? Noch mehr? Nein, schon. Das ist gut, ja. Okay, so. Andere Seite machst du selber? Ja, andere Seite mache ich noch beim Einsteigen. Okay. Ja, Papa fährt jetzt ein bisschen raus, gell? Super. So, von außen ist ja sauber und jetzt fehlt noch drinnen. Genau. Dann die Spielsachen wieder wegzuräumen und Ups, sorry. Sitzfläche, oh, kein Problem. Ah, ich habe ein Mittel mitgebracht. Super. Ja. Machen wir die Fenster und alles. Das ist für das Fenster. Das ist für den Kunststoff. Mal ausprobieren. Das da auch. Ja. Waschi, waschi, ja. Mann, waschi, waschi, Mama.
Waschi-Waschi, Mama. Du willst auch Waschi-Waschi machen? Mhm. Wir wollen ja ein schönes, sauberes Auto mitnehmen, gell? Mein Auto, Waschi-Waschi, Mama. Ja, magst du das nächste Fenster putzen? Mhm. So. Wo vielleicht für die Autos, wo Schiebetüren haben, hat da ein bisschen Führungsräume. Heißt, man kann jeden Auto waschen, einmal mit Öl rein, was unten mit Silikonöl. Also 5 WD-40 oder mit dem da. Nimm das da, das ist einfach für mich besser. Halt da die Roller, jetzt rollen. Das ist halt ein Öl. Mein Papa, ein Auto. Da kommt so braun raus. Man kann auch da die Rolle noch rauffüllen, das ist viel einfacher. Das heißt, wir haben da zwei und hinten eine. Die Rolle einölen und dann nur noch die Führungsschienen einölen. Dann läuft das wieder ohne Probleme, ohne dass es wieder verhakt. Ja, du darfst auch Waschi-Waschi machen, gell? Da? Warte, jetzt hat sie meins, glaube ich. Was denn? Das ist meins. Für was brauchst du das? Weil es hinten runterpuffelt, die Karosserie. Ah. Na, Papa, gib nicht, Mama. Ja, das ist mein Garagentuch, weißt du? Emi. Du kannst so ein Tuch haben, schau. Aber wichtig ist einmal bei der Autowäsche machen. Sonst verhängt sich irgendwas. Dann macht man nur die Rädchen da kaputt und nachher wird es teuer. Und schont das Auto ein bisschen. Auch helfen beim Reinigen, ha? Super. Dankeschön, dass du mithilfst. Super. Jetzt habe ich da mal hinten die Fenster schon gemacht. Jetzt fehlt dann da nur die Fläche. Gell? Da ist auch was drauf. Dann nehmen wir bei mir Kaugummi runterpopeln. Oh, okay. Also du bleibst nicht auf dem Sitz, aber da. Weiß ich nicht, du siehst, da haben sie das ganze Ding. Alles mit Kaugummi. Zum Glück nicht auf dem Sitz, aber da ist alles voller Kaugummi vollgeschmiert. Also Anja ist perfekt für uns. Nein. Also ich kämpfe noch ein bisschen in der Mitte. Da ist schon Kugel an, ist schon weg. Guck mal, ja, wir sind nie da hinten drin. Das naja, da kann es schon mal passieren. Ja, halb so schlimm, aber es geht kaum weg. Es geht zu Fäden. Tja, gut, dann kannst du mal jetzt einmal mit dem Kaugummi. Das ist eine relativ große Fläche, hm? Ja. Tja. Da unten ist auch noch ein bisschen. Dann mache ich noch hinten ein Fenster. Unten? Oder noch? Ja, unten ist. Unten geht noch. Okay. Unten ist weg. Ja. Gut, dann werden wir mal das Auto jetzt reinigen. Wo gehst du hin? Hm? Wo gehst denn du jetzt hin? Ah, zum Bagger. Willst du Baggerfahrer werden? Nicht, gell? Kommst du wieder her? Da hat jetzt diese neuen Tücher. Und die funktionieren eigentlich hervorragend. Diese Flaschen. Sehr empfehlenswert. So einfache Desinfektionstücher und die machen das recht sauber. Das ist gemein, hm? Da funktioniert das auch, gell? Super. Sind wir schon fast fertig mit so viel Hilfe. Kaugummi Fleck ist weg. Ah, super. Klasse. Da sind wir jetzt auch schon fertig. Alles wieder wie neu. Die ganzen Fenster sind sauber. Jetzt schaut er schon wieder viel sauberer aus. Alle Fenster sind geputzt und die Flächen. Spielsachen weggeräumt. Alles glänzt. Schaut gut aus. So, jetzt haben wir das mit dem Auto schon fast erledigt. Ein paar Flächen fehlen jetzt noch und die Koffer sind gebackt. Ja.
Also jetzt müssen wir die Woche eigentlich nur noch kleine Sachen machen, vorbereiten für die Reise, für die Tiere noch, dass sie versorgt sind. Und ja, machen noch 7 Uhr schlafen und danach geht's ab. Ja. Auto vollbackteln und danach ja, ab nach Spanien. Ja. Und der Einkauf steht dann noch an, der Großeinkauf, weil Lea bleibt zu Hause. Sie ist jetzt schon 17 und das ist ihre Entscheidung, wenn sie nicht mit will. Soll genau, so sein. Sie versorgt die Tiere. Ja. Und für sie kaufen wir eben einen für 2 Wochen und für uns eine Jause und den Rest kaufen wir dann unten in Spanien. Genau, ja. Ja, und dann sehen wir uns dann beim nächsten Video. Das wird dann das Reisevideo sein, wenn wir losstarten. Gehe ich sehr stark davon aus, oder? Ja, oder zumindest machen wir das Auto noch abpacken. Ja, das gehört ja dazu. Also das gehört dazu, ja. Ja. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Ciao.